Ja, moin! Und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3, Yo-Kai Watch Wibble-Wobble. Entschuldigen Sie meinen kleinen Fauxpas am Anfang des Partys, es tut mir sehr, sehr leid. Ich war nicht ganz bei Sinnen. So, wie die gute Hella. Die Hella von Sinn, lol. Nee, wobei, dann würde sie ja heißen Hella bei Sinnen und nicht Hella von Sinnen. Tut mir leid, ich habe schon wieder ein Fauxpas erlebt, der ohnegleichen ist. Ach du heilige Scheiße, ich sollte den Part schnellstmöglich beenden und mich umbringen und so weiter und so fort. Ja, tue ich aber nicht. Ist mir egal. Lol. Ja. Also, was steht an? Wir sind, glaube ich, im fünften Kreis jetzt mittlerweile. Oder ist es der vierte Kreis? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aufgehört zu zählen, nachdem wir Eclipse Part besiegt haben. Aber ich glaube, es müsste vielleicht sogar der vierte sein. Und heute vielleicht schon der Bosskampf. Man weiß es noch nicht. Es ist die Frage des Tages, die sich zu beantworten soll, muss, gedöns, HD, die beantwortet werden soll. So, jetzt haben wir's. Ich habe zwar auf die Ulti gedrückt, bevor die Phase geendet hat, aber okay, ist kein Problem. Ist kein Problem. Ich meine, dafür kommt die Ulti-Seele ja jetzt wieder, meine Fräuleins. LOL! Wieso hast du das jetzt überlebt? Das macht doch gar keinen Sinn. Als ob die ganzen Wapwops der gegnerischen Seite. Unterschiedliche Lebenspunkte haben. Jetzt mach ich noch fertig! Mein doch fertig, Mann. Was ist denn da los? Ich hab keinen Bock zu sterben, Alter. Was ist dein Problem? Meine Güte. Reicht jetzt auch mal hier. Immer dieses Palaver, wenn es doch gar nicht nötig ist. Du kannst mir gestohlen bleiben. Jetzt ist mal Feierabend. Sau. Leonidös. Keiner braucht dich. Also bye. Ja, was geht ab? Bist aber nicht neu. Ne. Wir haben sie schon tausendmal bekommen. Wahrscheinlich tausendmal aus dem Yokai-Marten oder so. Ja. Umbringen. Na, der Brocken. Ja. Okay, jetzt habe ich wieder nicht gesehen, in welchem Kreis wir sind. Aber wir können mal rekapitulieren. Erster Kreis war Glotzmanda. Zweiter Kreis war Dunkelwutz. Dritter Kreis war Kutterkan. Captain Charon. Captain Kutter oder Kutterkan Recolor. Und das heißt, dass wir jetzt im fünften Kreis sein müssen, weil im vierten Kreis war Eclipse Part. Krass, wir kommen echt weit. Es gibt ja insgesamt 8 Kreise und... Oh, der Kampf gegen Avocalypso. Oh, das wird umbringen. Oh, wird das umbringen. Ach du heilige Scheiße. Und ich habe das Gefühl, mit meinem jetzigen Team werde ich das nicht schaffen, gegen ihn zu gewinnen. Lol. Ich denke, das können wir uns vor der Backe schmieren. Ich brauche Rang SS-Yokai. Ich brauche stärkere Yokai. Aber wisst ihr, was lustig ist? Ich habe keine. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich wieder sterben. Das ist natürlich sehr geil. Hoffentlich nicht. Hallo. Wie viel Schaden machst du? 365. Alter, dein Ernst, Mann! Das tut doch weh! Es war so klar, dass es nicht reicht. Ich hätte vielleicht noch Maximum Ends Ulti-Seel voll bekommen können. Nice. Ja, ist doch schön. Wenn das hier nicht so funktioniert, wie ich möchte, das ist nice. Ich frage mich auch sowieso, warum nicht alle Ulti-Seels voll gewesen sind zur Fieberphase. Ich meine, ich habe doch alles Mögliche verbunden bis zum geht nicht mehr. Was soll das? Und die Framerate sinkt wieder auf 5 FPS oder so ab. Gefühlsmäßig. Das bei einem High-End-Tablet mit einem Nvidia Tegra drin. Quasi ein Nvidia Tegra, der auch in der Switch eingebaut ist.
Und der das eigentlich hinbekommen sollte. Trotzdem bekommt er das nicht hin. Sehr komisch. Und wir haben wieder keine Ulti bereit. Das ist ja echt zum Kotzen so gerade. Ich denke doch, mit zwei Stärke Pushs sollten wir noch weiterkommen als gerade eben. Wir schauen. Wir sind natürlich immer noch vor Ort dabei, um uns dieses Szenario anzuschauen. Anzulunzen. Bei. Ich meine, mit den Shelters habe ich sowieso schon längst abgeschlossen. Ja. Hier und da schaffen wir mal einen zweiten Stern, aber sich darauf bestürzen, nee. Das kannst du knicken. So sehe ich nicht aus. Ja. Never ever. Das wird wieder nichts. Das wird wieder nichts. Das kann doch nicht sein. Oh. Ich glaube, ich rechne Verspeise das Ulti gerade relativ schlecht ein. Aber was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Ich schätze sein Ulti als sehr schlecht ein. Oder als nicht so geil. Dabei ist das gar nicht so. Der macht ja relativ viel Schaden. Knappe Matches. Knappe Matches. Kann man nicht anders sagen. Und wir sind jetzt gleich schon bei 10 Minuten, Alter. Wir haben 2 Level geschafft. Das ist voll die Leistung. Ja, geil. Nein, ist es natürlich nicht. Das ist richtig scheiße, was wir gerade fabrizieren. Aber ohne Witz, ne? Zungus, ich reiß deine Zunge raus und werde sie als Wandtapete bei mir benutzen, ja? Ich werde deine Zunge an meine Wand tapezieren. Wenn du hier so weitermachst, mich ärgerst, ich werde sauer. Hör auf! Sonst schicke ich dich noch wie Domme zum Tomatenautomaten, ja? Da komme ich da an und dann sind da diese leckeren Tomaten. Umbringen. Wir haben effektiv nichts erreicht. Nice. Tendo, HD. Boah, Jungs, hört mal auf jetzt. Es reicht. Es ist genug. Es ist genug, habe ich gesagt. Irgendwann ist auch Feierabend. Ich sag, dass irgendwann Feierabend ist. So, wie viel Schaden macht das denn jetzt mit Push? 9500. Ohne Push sind es, glaube ich, 5000. Kann das sein? Habe ich gerade richtig geschaut? Eine Klopfmünze. Cool. Ja, ich glaube, so müsste es gewesen sein. Wir können ja gleich mal austesten, ne? So, ja, Prasser. Darf man nicht vergessen. Auch deine Zunge werden wir an meine Hauswand tapezieren. Wenn du hier mich so weiter mobst, du Schmock. Ich meine, das wäre ich ja auch gerne, ne? Eine Muschel, die Geld inne hat. Die quasi eine eigene Bank ist. Du kannst ja ein eigenes Bankkonto, aber du kannst ja eine eigene Bankfiliale gründen, ja. Du kannst den Staat ja mit deiner inflationsmäßigen Art und Weise. Du kannst alle zur Verdammnis bringen, ist ja klar, ne? Du kannst uns richtig schon zur Inflation führen, weil du kannst ja Geld aus dem Nichts drucken, du kannst Münzen aus dem Nichts entstehen lassen. Das ist doch mal eine Leistung. Das muss man doch mal schaffen. Und jetzt bitte mit beiden Pushes. Wie viel zieht das ab? 11.000. Cool. Das ist schon nicht schlecht. Why am I not coin? War doch nicht schlecht. Moin. So, komm, wir gehen mal in die vierte Phase, weil wir es uns leisten können. Und wir gehen natürlich direkt auf die Millionen Punkte.
Das ist ja wohl ganz klar, ohnegleichen, ja. So, dann hoffen wir, dass wir vielleicht sogar zweimal Shogunyans Ulti-Seal einsetzen können. Weil sein Wapop ist schon relativ groß. Hoffen wir, dass er noch größer wird. Oh mein Gott, okay, safe 1,2, 1,3 Millionen. Cool. Cool. Fuck it, Alter. Oh, rast mich aus. Das sind doch locker 500 Y Geld, wenn nicht sogar mehr. Komm, hau raus. Oh ja, geil. Und jetzt, man beachte den Rekordunterschied hier. 1 Million Punkte mehr als Nico, Bruders. Hammerhart. Hammerhart. Hart wie ein Hammer. Ah, ich liebe es. Wisst ihr, ich kann Shogun ja nicht gehen lassen. Das geht nicht. Der Junge macht mir zu viel Schaden. Klar, es ist irgendwann... Ja, also ich weiß ja nicht, was ihr in diesem Part gesagt habt, in welchem ich... Dutzimon als Yokai bekommen habe. Ja, ihr wisst, der Rang S-Yokai, der an sich die gleichen Effekte hat wie Shogunyan. Oder der die gleiche Ulti hat wie Shogunyan. Bei den Werten bin ich mir nicht ganz sicher, wie das da ausschaut, aber... Auch da wird es bestimmt nicht schlecht aussehen. So, da regt wieder die Fieberphase auf. Trocken am Start nutzen jetzt hier. Und selbst reden Shogun dann nochmal etwas größer machen. Vielleicht, ja, wobei zweimal können wir ihn sicherlich nicht mehr benutzen. Wir sind hier zu wenige. Ja, gerade mal auf Halbzeit getrimmt. Aber das sieht doch trotzdem ganz gut aus hier. Mensch, es kann ja nur ein Sieg werden hier. So, dann machen wir die Hildegard da hinten fertig. Da bist du noch dran. Also bye. Okay, bye. Mach's gut. Ja, aber kein 75-Sekunden-Sieg ist halt nicht möglich. Klappt nicht mit meinem Team. Da sind wir wieder bei der genau der gleichen Diskussion wie auch schon im letzten Part. Ungebalanced Challenges. Und dann das. Guckt euch das an. Was ist das denn? Und dann ist das nur eine Oma Cabra. So, wenn es drei wären, okay. Hätte man vielleicht noch ein paar... hätte man drüber nachdenken können, dass man diese Challenge schafft. Ob man diese Challenge schafft. Aber so? Wie viel Schaden macht die mir jetzt gerade? 400? AKA gar nichts? Ja. Was heißt gar nichts? Also, es ist schon... im etwas höheren Schadenssegment. Ja, das habe ich gerade so als Schadenswissenschaftler herausgefunden. Ich studiere ja diesen ganzen Krams hier, ja. Und da bleibt natürlich nichts anderes zu sagen als... Moin. Und deswegen machen wir jetzt auch kurz einen Prozess mit der alten Schabracke. So hätte man sie auch nennen können eigentlich, ne? Schabrak Karma. Okay, und bye. War ein nice Leben mit dir. Mois. Perfekt. Ja, wir es immer wieder schaffen, aus uns herauszugehen und zu glänzen. Das ist ja echt ein Wunder. Das ist wirklich eine sehr wunderschöne Sache. Stimme ich dir zu. Ulti-Segenschlag-Sieg. Ja. Wird bestimmt nicht passieren, weil wir so viel Schaden von den drei Yokai abbekommen, die jetzt safe kommen werden. Das ist ordentlich. Dass wir schon im Vorfeld alle Ulti-Segels raushauen müssen, damit wir überhaupt die Hoffnung haben, sie überhaupt zu besiegen, ohne dabei zu sterben. Ich sage euch mal so, es wird Mission Impossible 4. HD. 0,5.
Also dementsprechend kannst du vergessen. Wir kriegen jetzt. Wir sind jetzt schon fast tot. Aber wie sollen wir das denn schaffen? Wie stellt das Spiel sich das denn vor? Das Spiel hat doch einen Dachschaden hier. Mensch. Ich könnte ausrasten hier, Mensch. Wow. So, okay, let's go, Mann. Okay, die sind alle tot. Nice HD. Jetzt können wir es eigentlich ganz in Ruhe die Ulti-Seel von Verspeiser generisieren. Ja, das ist ganz klar. Boah, was macht er denn für einen Schaden, Jungs? Hau mal ab, Junge. Du nervst. Merkst du es nicht? Bitte, lass ihn sterben. Ich muss ganz kurz in mich gehen, Fräuleins. Ich muss ganz kurz... Geht wieder. So, und der nächste Boss. Aber... ihr habt schon anhand des Titels und anhand des Thumbnails jetzt gesehen. Der Bosskampf kommt heute wahrscheinlich nicht. Wir werden aber was mindestens genauso cooles machen. Wir werden nämlich wieder mal zum Yokai Maten stolzieren. Und dort einige Münzen hineingeschmeißen und ein bisschen Geld hineinschmeißen. So, in diesem Sinne... was du bekommen willst. Da bin ich auch sehr gespannt. Irgendein Müll. Ja, irgendein Müll. Das ist klar. Aber wie gesagt, René Toni ist mean real life, alter Tupsuchtanfall. Pustegönnung. So, wir drehen zwei, dreimal dran. Und gucken mal, was dabei so rumkommt. Ne? Vielleicht ein neuer Yokai. Zweimal hintereinander. Zweimal hintereinander haben wir ihn jetzt bekommen. Nice. Doppelmann ist anscheinend sehr auf Trocken am Start gerade. Allerdings will ich Doppelmann gar nicht bekommen. Ich möchte Urobinian bekommen. Also gib ihn mir nun! Ich kann seine Kraft spüren. Ach komm schon. Wieso bekommen wir jedes Mal den gleichen Scheiß? Es gibt doch so viele Joker, die man bekommen kann. So viele gibt es. Ja. Oder auch nicht. Es gibt so viel Scheiß. Was bekommen wir? Rang B-Yokai. So, die halt nichts drauf haben. Wir können aber auch Usapion bekommen. Warum bekommen wir den nicht? Warum bekommen wir Doppelmann, aber nicht Usapion? Das macht keinen Sinn. Na? Das macht keinen Sinn. Jetzt mal ehrlich. Gib mir Usapion! Es ist halt echt, wie gesagt, immer der gleiche Scheiß, den du bekommst. Es ist halt so kacke, ne? Du gibst dein ganzes Geld aus, um am Ende dafür wieder einen Rang A-Yokai zu bekommen. Dieses scheiß Yokai-Maten-Gedöns regt so auf. Einmal tripp ich noch, einmal gehe ich noch rein. Das ist doch so scheiße, ne? Das kann mir halt echt keiner erzählen, wie schlecht das ist, oder? Du kriegst immer die gleiche Scheiße. Jedes Mal. Warum bekomme ich nicht Usapion? Warum? Warum? Das macht keinen Sinn. Aber okay. Macht's gut. Haut rein. Ciao.